Fairground Attraction und Find My Love. Sie hören den RSH Grand Prix und frei nach dem Motto RSH-Aktion dieser Welt vereinigt euch in einer Sendung, habe ich Ihnen heute alles zu bieten. Die Nachwirkungen von der RSH-Tanzparty aus Palm. Wir waren nämlich gestern mit unseren Hörern in Dortmund in der Westfalenhalle. Ich habe mir kräftig einen aufgesagt, spielt keine Rolle. Dann unseren Moderatorenwettstreit. Ja, den haben wir ja durchgeführt, 3 Tage lang. Wenn Sie jetzt denken, ich präsentiere Ihnen heute den Sieger, dann haben Sie sich getäuscht. Ich präsentiere den Sonderpreisgewinner, den 11-jährigen Dennis Hoppe. Er ist bei mir im Studio zur Verstärkung. Hallo Dennis. Hallo. Grüß dich. Dennis, wie fühlst du dich heute das erste Mal live hier bei uns? Also live ist natürlich schon ein bisschen anders als im Gegenteil, so wenig Leuten vor dem Fetz da im Fetz. Na wenig, das war ganz kräftig, ne? Es waren kräftig, aber im Gegensatz zu ganz Schleswig-Holstein und Hamburg waren es doch etwas weniger. Tja, ich freue mich natürlich hier heute zu sein und was sage ich noch? Ja. Ja, ich drücke dir die Daumen nachher, ne? Damit das so gut abläuft hier. Gut, also ich muss mich auch kräftig anstrengen heute, denn sonst wird der Dennis vielleicht so gut sein heute, dass sie sagen, na, der Grand Prix, der muss demnächst mit Dennis laufen, ne? Also kräftig zur Sache. Und natürlich RSH Auto Bingo, die 3. Aktion. Und da geht es heute um 800 deutsche Mark in der 1. Runde. Und die spielen wir jetzt. RSH Auto Bingo. Hallo, hier ist RSH. Wen habe ich denn da? Nochmal, ich verstehe Sie ganz schlecht. Frau Schümann aus Großweide in der Nähe von Schleswig. Hallo Frau Schümann. Mit welchen Kennzeichen fährt man denn bei Ihnen in der Gegend? SL. SL für Schleswig. Na, dann drücke ich Ihnen die Daumen. 800 Mark im Jackpot, die absolute Rekordsumme. Und die können Sie jetzt knacken, ne? Also, ich starte. Toi, toi, toi. Mhm. Und rausgekommen ist dabei... PLÖ. Plön. Das war's nicht, Frau Schümann, ne? Trotzdem vielen Dank fürs Mitspielen, ne? Tschüss. 25 Mark dazu, das heißt in der nächsten Runde im RSH Auto Bingo werden wir dann um 825 deutsche Mark spielen. Alle Plöner sind jetzt ausgerufen, bei uns anzurufen unter 0431 50 51. Und wenn Sie Lust haben, wünschen Sie sich Ihren Lieblingstitel, wie vielleicht diesen hier, Some People, Cliff Richard. Not like lovers do. Well, I'm not like
präsentiert Kiels erste Acid House Party mit Joachim Steinhöfe. Dienstag, 15. November, 20 Uhr in der Tanzschule Strömann-Brink. Karten ab sofort für 8 Mark bei Strömann-Brink. Acid House, der Groove, bei dem der Dancefloor explodiert. Old man, your race is run. You think it's over, it's only begun. Child is born, who has to face the world you're leaving, a dangerous place. Listen to the voices, crying to be free. Give me the promise that we promised to be. Love and understanding are better than a war. People just laughing 'cause they've heard it before. Night chills in Plenty Town. Cardboard hotels, they sleep on the ground. Choices how to respond. Red or rosé with the duck and l'orange. Listen to the voices, so easy to ignore. Choruses of old folks scared to open the door. Living in the shadows, dying in the cold. City jungle ain't no place to grow. Helpless, we'll never be, though just. It's so hard to see. Kindness, yes, that same old song. But don't stop singing. There's so much strength in kindness. Hier ist die Nummer 1 im Norden, hier ist Radio Schleswig-Holstein mit dem RSH Grand Prix und ich bin kräftig erkältet und habe mir deshalb heute Verstärkung mitgebracht, den Gewinner des goldenen Mikros bei RSH, beim RSH Nachwuchsmoderatorenwettbewerb. Und zwar das goldene Mikro für den Sonderpreis, 11 Jahre alt ist er, der Dennis Hoppe. Dennis, erzähl mir ein bisschen was. Was soll ich dir erzählen? Na, RSH Grand Prix, möchtest du auch mal Autobingo mit mir spielen? Ja, gerne. Gut, dann werden wir die nächste Runde mal gemeinsam spielen mit unseren Hörern. Das ist aber nett, denn es geht ja schließlich um 125 Mark, ne? Nee, 825, wir sind schon ein bisschen 800. Weiter. 800, ach ja. Siehste, da passieren schon die ersten Pannen. Naja, Hits und Oldies bei RSH, jetzt kommt ein Oldie, nämlich welcher? Genau, LA International Airport von Susan Ray. Standing in that silent hall, waiting for. Peter Bell sent a traffic by.
Immer mehr Frauen wissen Montag schon mehr als andere Frauen. Die Aktuelle. Lesen Sie heute weiter so, Frau Pfarrer. Wer ist Claudia Wiegand, die als Pfarrfrau jeden Montag Millionen Fernsehzuschauer begeistert? Steffi Graf am Ende ihrer Kräfte. Was raten die Ärzte? Über 200 Gerichtsurteile in unserem Lärmlexikon. Was ist noch zumutbar? Was macht uns krank? Für mich ist heute nichts aktueller als die Aktuelle. Deutschlands große bunte Montagsillustrierte. Heute neu. Elke, Telefon. Ich komme ja schon. Bratbäcker? Frau Bratbäcker? Ja? Hermann, dieses verrückte Huhn ruft schon wieder an. Was will uns diese Werbesendung sagen? Jetzt gibt's fast überall bei McDonald's McChicken. Das ist zartes, mild gewürztes Hähnchenfleisch und knackiger Salat im Vollkornbrötchen. McChicken gibt's aber nur, wo du gern bist, wo man gut ist, bei McDonald's. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Was sagen Sie zu den Winterreifen von Uniroyal? Nun, obwohl selbst der ADAC die Qualität dieser Reifen im Test bestätigt hat, ist es mir leider nicht erlaubt, den Uniroyal MS Plus 3 als vorbeugende, gesundheitsfördernde Maßnahme zu verschreiben. Eigentlich wollten wir nur Ihre Meinung als Autofahrer. Oh, als Autofahrer kann ich Ihnen versichern, dass ich den Uniroyal Winterreifen für gesundheitlich völlig unbedenklich halte, wenn er äußerlich angewandt wird. Und zwar alltäglich bei Schnee, Matsch, Hagel, Eis und Regen. Uniroyal MS Plus. Da kriegt der Winter kalte Füße. Wir von Hareiko haben oft gehört, dass unsere Würstchen so beliebt sind. Jetzt möchten wir einmal wissen, was unsere Mitarbeiter dazu sagen. Ja, wir haben alles Qualität, was wir herstellen dort hier. Und immer klickliebende Qualität. Wie eiserne Eigenkontrolle im Haus, ne? Nur Spitzenware wird eingekauft. Es werden nur reine Naturgewürze verarbeitet. Wir räuchern nach alter Tradition. Nur mit Buchenspinnen. Und was sagen Sie als Verkäufer von Hareiko? Ich wünsche mir, dass unsere Kunden noch kritischer werden beim Würstchenkauf und ganz bewusst nach Hareiko-Würstchen fragen. Qualitätswürstchen haben einen Namen. Hareiko. Drei brutale Killer versetzen ihren Motor in Angst und Schrecken. Ihre Namen: Frost, Rost und Überhitzung. Ein Fall für Glisantin. Glisantin mit der Dreifachwirkung gegen Frost, Rost und Überhitzung. Glisantin, der Kühlerschutz von BASF. Wo ist denn der Neckermann-Katalog? Hab ich, Schatz. Warum? Mensch, ich muss noch zum Baumarkt, ins Sportgeschäft, in die Herrenboutique, ins Möbelhaus, ins Schuhgeschäft, zum Hi-Fi-Händler und ins Kaufhaus. Ja, und was willst du denn mit dem Neckermann-Katalog? Na, da ist alles drin, Schatz. Neckermann macht's möglich. Guck mal, ist die nicht prima? Also jetzt ist mal die Mutti dran. Kein Wunder, dass wir alle zu Fielmann gehen. Wir zahlen nichts dazu, wir bekommen 3 Jahre Garantie und haben eine Auswahl, die ist unglaublich. Brille? Fielmann. Ein Christjubiläum zum Feiern. Der gesamte Schmuck ist bis zu 20% reduziert. Also, wenn ich mir jetzt bei Christ diese goldene Figaro-Kette mit Diamanten leiste, dann spare ich 1200 Mark. Dann kann ich mir ja noch ein Surfbrett leisten. Und dann habe ich immer noch Geld für dieses süße Fußkettchen, damit ich wenigstens toll aussehe, wenn ich vom Surfbrett kippe. 125 Jahre Christ. Und das feiern wir hochkarätig. Den gesamten Schmuck haben wir für Sie bis zu 20% reduziert. Noch bis zum 7. November. Christ, so mag ich Schmuck. Wenn du nur das Allerbeste willst, wenn du zur Heimat auf die Quelle willst, jetzt, ja, jetzt ist die Gelegenheit, unser Bestes vom Fernsehen. Was trägt die anspruchsvolle Frau diesen Winter? Na klar, rote Schleife. Und zwar rund ums 4,5 Kilo Persil-Paket. Unser Bestes. Wo man auch hinsieht. Unser Bestes mit der roten Schleife. Kein Wunder, denn bei so viel Persil-Qualität lohnt es sich, auf Vorrat zuzugreifen. Hallo, guten Abend. Gefällt's Ihnen hier? Also, zuerst hatte ich den Eindruck, es sei alles ein wenig protzig. Aber dann habe ich doch entdeckt, dass man in diesem Hause nicht nur Geschmack hat, sondern auch Stil. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Wissen Sie, sogar am Sherry habe ich es bemerkt. Sherry zu servieren, das ist schon Geschmack. Aber Harvey's Bristol Sherry, das ist Stil. Oh, vielen Dank. Wofür? Vielen Dank für dieses nette und stilvolle Kompliment. Ich bin der Gastgeber. Harvey's Bristol Sherry. Sherry ist Geschmack. Harvey's ist Stil. Frank Ryan, UU. Life begins where shadow ends. That's the law on which this world depends. It's the law that you just broke into. If I'm a stand aside and watch your colors fade, if I must close my eyes, then I will pray that I can watch the sun.
ganz genau 17.30 Uhr unser Service mit Verkehr, Wetter und der aktuellen Umfrage. RSA Verkehrsfunk, Verkehrsstörungsmeldung liegen mir hier im Studio keine vor, deshalb gebe ich live nach Hamburg. Autobahn 255, Zweig Veddel, zähfließender Verkehr vor dem Autobahndreieck Hamburg Süd, zurück bis zu den neuen Elbbrücken. Hamburg-Niendorf, zähfließender Verkehr auf der Kollaustraße, das ist die B447, zur Auffahrt Schnellsen, Zeitverzögerung hier 10 Minuten. Hamburg-Lockstedt und Stellingen, zähfließender Verkehr in der Julius-Vossler-Straße, Koppelstraße Richtung Kieler Straße zur Autobahnauffahrt Hamburg-Stellingen, Zeitverzögerung zurzeit 15 Minuten. Hamburg-Langenfelde und Stellingen, Stau an der Kieler Straße zwischen Langenfelder Damm und der Autobahnauffahrt Hamburg-Stellingen, Zeitverzögerung 15 Minuten und noch keine abnehmende Tendenz erkennbar. Das ist schlecht. Zurück nach Kiel. Das Nordwetter live vom Wetteramt in Schleswig mit Herrn Bese. In Schleswig-Holstein ist es teilweise deutlich aufgelockert bewölkt, aber meist herrscht doch noch starke Bewölkung. Und die Bewölkung wird zwar in der Nacht weiter auflockern, aber dann bildet sich rasch wieder Nebel. Und bei Tiefstemperaturen zwischen plus 5 Grad und 0 Grad muss doch örtlich auch mit leichtem Bodenfrost und dann mit stellenweise Straßenwetter gerechnet werden. Nach teilweise zögernder Frühnebelauflösung wird es dann morgen heiter bis wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Und die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 4 und 8 Grad und dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Zunächst noch aus nordwestlichen bis nördlichen Richtungen. Der Wind dreht dann aber später auf südliche Richtungen. Klaus Bese vom Wetteramt Schleswig. Mich mal fragen würde. Umfrage des Tages. Soll der Besitz und das Rauchen von Haschisch demnächst straffrei sein? Gesundheitsministerin Süßmuth stellte dieses Thema zur Diskussion. Ihr Argument, einem jungen Menschen, der mit Haschisch erwischt wird, nützt eine Gefängnisstrafe gar nichts. Wir fragten Kieler Bürger, was halten Sie von einer Legalisierung des Haschischkonsums? Also ich lehne es grundsätzlich ab und ich halte es nicht für gut. Ich meine, es sollte illegal bleiben. Ja, sollte erlauben. Wird doch sowieso gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so gut. Weil Droge bleibt Droge. Und Haschisch freistellen, dann ist es so ein Vollvertrauen. Jeder probiert, jeder macht mit, jeder ist wie Alkohol. Aber die Gefahr ist zu groß, dass die Drogen noch mehr missbraucht werden, weil es ein Rauschmittel ist. Ich meine, wenn man Alkohol verkauft und Zigaretten, kann man auch Haschisch rauchen, oder? Ich sehe auch eine Gefahr. Wenn das erstmal einreißt, dann kann ich mir vorstellen, dass das Ausmaße annimmt, die dann vielleicht gar nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Also ich fände es nicht schlimm, wenn es straffrei wäre. Ich denke nur, dass die Gesellschaft irgendwie, dass die Wirkung von Hasch dermaßen dramatisiert wurde. Ja, ich meine, ein relativ freies Land so. Und wenn, solange das nicht zu schädlich ist, bitte, muss jeder selber wissen, wie es ist. Ja, es ist immer so eine Sache, wenn man wieder was freigibt und noch mehr und noch mehr und noch mehr, ob das dann nicht weitere Kreise zieht. Na, vielleicht legen die doch Wert auf meine Meinung. Wir werden ja sehen. We'll go on every day. That's the kind of life for me. Oh, there's one thing I wanna be, and that's a hound dog man. Hound dog man, I wanna be a hound dog man. I wanna get up in the morning, yeah, with the rising sun. I'm gonna stay right on that trail till the day is done. I think that I'm old enough. I'm young in years, but I'm mighty tough. I like a hound dog man. Hound dog man, I wanna be a
825 Deutsche Mark sind bei uns im Jackpot im RSH Autobingo und die können Sie knacken, indem Sie mit uns spielen beim RSH Grand Prix. Die Telefonnummer 0431 50 51 wählen und eventuell bei mir im Studio landen und dann mit Ihrem Autokennzeichen diesen Jackpot knacken und um 825 Mark reicher werden. Aber vorher gibt es dann immer drei Wünsche frei, das wissen Sie, und diese Wünsche kommen für unsere Hörer aus dem Gebiet PLÖ Plön, denn das Plöner Kennzeichen war es, das unser Autobingo-Computer zum Schluss ausgespielt hat. Wir beginnen bei drei Wünsche frei mit... Und zwar mit Tom Ketcher aus Plön und er wünschte sich Bruce Bongo und Geil. Und dann gibt es Taylor Dane, I'll Always Love You für Nadine Hartung aus Klausdorf. Und für Thomas Brede aus Mönckeberg, Meet Me by the Water von Ian Cusick. On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Geil. The disc jockey's Geil. The disc jockey's Geil. I said the disc jockey's Geil. Geil. Everybody's Geil. Everybody's Geil. I said everybody's Geil. 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 Everybody's Geil, Geil, everybody's Geil, Geil, everybody's Geil, Geil. Everybody's Geil, Geil, everybody's Geil, Geil, everybody's Geil, Geil. Boris is Geil. Boris is Geil. Boris is Geil. Boris. Boris. Athens is Geil. Athens is Geil. Athens is Geil. Athens Geil. Athens Geil. Geil. Everybody's Geil. Everybody's Geil. Everybody's Geil. 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 Everybody's Geil. Everybody's Geil. Geil. Everybody's Geil. Geil. Everybody's Geil. Geil. Everybody's Geil. Geil. We're so Geil. You're so Geil. I'm so Geil. Geil. I'm a creature of the night. Ha 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 ha. Oh,
Drei Wünsche frei heißt diese Aktion, in der wir jetzt mittendrin sind. Und einen Wunsch hatte der Dennis auch frei. Und sein Wunsch war es, heute hier bei mir zu sitzen. Dennis, fühlt sich immer noch gut? Immer noch. Immer noch, okay. Und jetzt wird er aber langsam nervös, denn er wird gleich mit Ihnen um 825 Deutsche Mark spielen. Er wird die nächste Runde im RSA Auto Bingo mit Ihnen machen. Ich bin ja mal gespannt, ob dann der Jackpot geknackt wird oder nicht. Meet me by the water. Hier ist Ian Cusack. The journey's been so long. Meet me by the fly the night.